Was ist eigentlich mit den 1000 Quadratmeter passiert, die du am Anfang eines Permakulturprojektes hattest? Und für die Leute, die erst die letzten Jahre auf diesen Kanal gestoßen sind, die kennen vielleicht diese Fläche gar nicht. Das war meine Anfangsfläche. Ich hatte nämlich 1000 Quadratmeter frei zur Verfügung gestellt bekommen. Das war ein Neubaugebiet, das war eine ehemalige Pferdeweide mit unglaublich guten und fruchtbaren Humusboden. Und da gab es halt einen Bauherr, der wollte nicht sofort bauen, hat sich aber die Fläche schon mal gesichert, weil das die Fläche vor seinem eigentlichen Haus war. Und er wollte halt dann nicht, dass da irgendjemand, der halt in Immobilien investiert, komische Bude dahinstellt, sondern er wollte es halt dann selber haben, hat dann selbst dann gebaut, aber hat es halt versetzt gemacht. Das heißt, er hat sich das Grundstück gekauft und mir dann 3 Jahre Zeit gegeben, um halt auf dem Grundstück machen zu dürfen, was ich wollte im Sinne vom Anbau. Und da habe ich dann angefangen, viele Beete mit der Hand anzulegen, Obst- und Gemüseanbau auch zu machen, soweit es mir halt möglich war, mit Hilfe von Permakultur. Habe da auch einen Folientunnel zum Beispiel hingestellt, der ja jetzt momentan beim Garten meiner Eltern steht. Allerdings war es so, dass die Gemeinde dort einen Bauzwang verrichtet hatte und er musste halt dann nach gut 2 bis 3 Jahren die Fläche bebauen. Und das ist dann auch letztlich passiert, was aus der Fläche geworden ist. Da steht jetzt ein ziemlich großes Haus. In der fetten Garage, glaube ich auch, so wie ich das gesehen habe. Und viel Garten ist dann nicht wirklich übrig geblieben. Also Direktaufnahmen kann ich euch jetzt nicht zeigen aufgrund von Datenschutzbestimmungen, weil die jetzt das Haus nicht einfach abfilmen ohne Erlaubnis. Ich denke, das wird die auch weniger erfreuen. Aber bei Google Maps kann man sich das mal beispielsweise anschauen. Habe ich gemacht, da sieht man noch die Zeiten, wo es halt gebaut worden ist. Und da kann man es halt auch sehr gut sehen von oben, dass halt da nicht viel übrig geblieben ist. Allerdings war es sehr schön zu sehen, als ich dort mal spazieren ging und dann im Garten einfach mal meine großen Gründüngungs-Sonnenblumen da gesehen habe. Waren dann ungefähr so 2 bis 3 Meter groß und da dachte ich mir, gut, das haben die bestimmt nicht bewusst ausgesät. Das ist immer noch von mir von damals gewesen. Hat mir ein Lächeln eingebrockt. Wenn du jetzt mich fragst, wie ich mich dabei fühle, habe ich mehr so gemischte Gefühle. Einerseits finde ich es doch recht traurig, weil es ein richtig fruchtbarer Boden war, dass da jetzt einfach ein Haus hingemacht worden ist. Schöne Anbaufläche hatte man da. Viel Zeit habe ich da auch mit rein investiert, wollte es eigentlich noch weiter ausbauen. Aber auf der anderen Seite kann ich natürlich auch den Eigentümer verstehen, der ja unter Bauzwang stand und hätte er nicht gebaut, hätte man das Grundstück wieder weggenommen, hätte es wieder zum Ausschreiben, zum Verkauf geschickt und dann wäre vielleicht jemand anders gekommen. Dann wäre es letztlich auch dazu gekommen. Also nichtsdestotrotz bin ich dem Eigentümer sehr dankbar dafür, dass er mir diese Fläche kostenlos zur Verfügung gestellt hat, damit ich mich dort ausleben kann, konnte Erfahrungen sammeln, natürlich auch hier Videos machen kann, damit ich mich hier weiterentwickeln und meine Selbstständigkeit da mit weiter aufbauen konnte. Also er hat mir hier eine Chance und eine Möglichkeit gegeben, auch zu wachsen. Zumal die ganze physische Arbeit mir auch noch dabei geholfen hat, meinen Körper aufzubauen in der Notsituation, in der ich damals war. Und bei den ganzen emotionalen Höhen und Tiefen hat sich meine Psyche auch schon ziemlich stark gefestigt. Ja, und ich bin auch im Dorf etwas bekannter geworden. Als der Junge mit einem großen Partyzelt im Neubaugebiet, der da irgendwie, glaube Gemüse oder sowas anbaut. Eine sehr wichtige Lektion, die ich lernen konnte, ist auch, Sachen einfach loszulassen. Für mich macht es jetzt weniger Sinn, danach zu trauern oder auch einen Groll zu hegen, warum das jetzt alles so passiert ist, wie es passiert. Loslassen, neu orientieren und schauen, welche Türen sich denn und welche Möglichkeiten sich jetzt mir wieder neu bieten können. Na, einfach weitermachen und einen Blick für neue Sachen haben. Eine neue Fläche, eine Gemeinschaft aufbauen, sich irgendwo anschließen. Wer weiß, jetzt momentan baue ich halt sehr viel bei meinen Eltern auf. Mein Vater wird sich wahrscheinlich dann jetzt zwar noch nicht so bekenntlich oder bewusst sein, aber er wird wahrscheinlich in Zukunft eine gute Rentenversicherung haben, wenn ich so weiter den Boden aufbaue. Dann wird er hier ohne Probleme auch gut anbauen können in seinem hohen Alter. Wie du auch zu diesem Zustand kommst, mit einem fruchtbaren Boden, ohne dabei auch Dünger zu nutzen und du auch unabhängig von den großen Konzernen bist, dann empfehle ich dir, diesen Kanal zu abonnieren und dabei auch noch auf die Glocke zu drücken. Und du kannst dir hier noch 2 weitere spannende Videos anschauen, indem ich dir näher die Permakultur erkläre. Oder aus Zufall, wenn du dich für die vegane Rohkost interessierst oder allgemein Gesundheit, spielt da alles mit rein.